Okay, das war sehr hilfreich. Jetzt gehen wir erstmal zum Jay. Er sollte dafür bezahlen, was? Okay, aber ich kann ihn ja jetzt nicht einfach kalt machen, oder? Ich meine, könnte schon, aber will ich das? Auf zum Dorf. Ich hoffe, dass der Alvin jetzt nicht noch an meinem Arsch klebt. Gut. Gut. Okay. Berengar-san. Okay. Immer noch nicht genug Geld. Aber da es hier auch eine geheime Rüstung gibt, sollte ich mir die vielleicht klar machen. Die ist wahrscheinlich besser als die 5000 Ohrenrüstung hier. Obwohl ich mir da nicht mal sicher bin. Julian, wo bist du? Piece of shit. Ihr bringt nur Ärger. Halt dein Maul, Alte. Da ist er, der Jay. Geralt? Penis? Ich bin wegen der Anzeige hier. Ich bezahle für jede Basiliskenhaut, die ihr habt. Schuhe aus Reptilienleder sind in Vizima der letzte Schrei, wisst ihr? Ich habe 3 heute. Lasst mich mal sehen. Unbeschädigt, ausgezeichnet. Hier ist eure Belohnung. Jetzt habe ich die 5000. Eine Übereinkunft mit den Vodjanoi ist möglich. Glaubt ihr? Das ist der Wille der Herrin des Sees. Habt ihr etwas dagegen einzuwenden? Nein, Hexer, ich bin nicht dumm. In dem Fall brauche ich etwas, das eure Ergebenheit ihr gegenüber und euren Wunsch, mit den Vodjanoi Frieden zu schließen, symbolisiert. Natürlich gebe ich euch etwas. Was soll es sein? Die Alabasterfigur, die einen jungen Vodjanoi darstellt, der einen Wasserelementargeist fängt. Ihr nehmt. In Vizima hätte er einen guten Preis eingebracht. Aber Friede ist wichtiger. Indeed. Spieler, hallo, zocken? Ja. Macht die denn überhaupt hier? Ihr spielt also gerne. Das ist noch vorsichtig ausgedrückt. Ich liebe jede Art von Spielen, in denen es um Risiko und Glück geht. Weibliche Spieler sind selten. Genau wie Männer, die so neugierig wie Waschweiber sind. Es tut mir leid, aber wenn ihr kein Interesse an einem Spiel habt, verschwendet ihr nur meine Zeit. Ein bisschen süchtig? Dann let's do this. Peng, Fisch. Hoffentlich zieht ihr mich nicht ab, ey. Jetzt habe ich nämlich die 5000. Oh, Kacke. Oh, no. Fisch? Gut, wenigstens sind das hier Kleinstbeträge, aber trotzdem. Alter, die schummelt doch sowas von. Erased, oder? Nee? Alles klar, wir haben hier 1, 5. Eigentlich fehlt uns nur eine 2. Gut, wir gehen auf komplett Luck. Nein! Verloren. Was? Oh. Oh. Die will einen auch nur mit dem Kleid ablenken, ne? Ja. Look at it. Das sieht doch mal gar nicht so scheiße aus, ne? Bis jetzt für ich. Ein Bisch. Da raisen wir doch mal hart. Die zieht mich trotzdem ab. Pass auf, ey. Komm, eine 5 noch. Ah. Super. Nice. Okay.
Eins, zwei, drei, fünf. Eine 4 wäre nice gewesen. Puh. Noch für ich. Wir erhöhen. 1, 2, 3. Eine 4. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Ja, ficken, aber egal. Lol. Win. Ja. Nix, ich wollte nur auf deine Boobs gucken. Es wird Zeit für mich. Okay, Julian, was geht? Später reden. Wie später? Lass uns später reden. Ah, come on. Du Flötenspieler, den würde ich gerne mal aufs Maul hauen. Okay. Rittersporn, sub. Geralt? Sporn. Bis später. Okay, so. Die Pfade des Schicksals. Zur Herrin des Sees zurück. Ich muss herausfinden, welches Geschenk. Versuchung. Die Felder. Faustkampf. Ja gut, die Felder sind hier. Das würde sich natürlich ergeben. Dann haben wir noch die Alpzähne. Chitin-Exoskelette. Verschlinger. Alter. Die Ertrunkene am Flussufer. Okay. Wo ist das? Das ist hier. Trifft sich gut, weil ich will eh auf die Felder und die sind hier. Wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege. Gehen wir mal gucken. Berengar. Moment mal. So, ja. Zum Glück hält sich das hier mit den Aufgaben dezent in Grenzen. Es könnte deutlich schlimmer sein. Wo ist denn das verdammte Flussufer? Alter. Okay. Jetzt könnte ich mir diese teure Rüstung kaufen. Will ich das? Will ich mir jetzt diese teure Rüstung kaufen? Die Ertrunkenen kommen meistens nur nachts. Was natürlich eine Surprise ist. Es ist noch nicht so richtig Nacht. Da. Ach, Kacke, das ist gar nicht hier. Das ist auf den Feldern, logischerweise. Na gut. Weil ich würde wetten, dass hier jetzt keine Ertrunkenen rumpimmeln. Verdammt. Ne? Ist viel zu früh. Gut, andererseits kann ich ja mal eine Runde meditieren, was soll's. Da vorne ist doch irgendwo die Brücke. Und da war, wenn ich mich nicht ganz täusche, auch ein Feuer. Schrein der Kriegs. Das ist ein Schrein der Kriegs. What the fuck are they? What? What the fuck? Die kleine Kapelle einer Gottheit. Wer hält hier Andacht? Na, die kleinen Stricher. Look at them. What the... hey. Die sind neu. Ich dachte, hier wäre ein Feuer, aber das geht natürlich auch. Seid gegrüßt. Hier kommt ihr nicht weiter. Die Brücke wurde zerstört. Sie sieht nicht unpassierbar aus. Da drüben sind nur Wälder und Wiesen. Danke für die Warnung. Braucht ihr einen Hexer? Ihr seid ein Hexer? Ja. Herr... Wie lange werden die Arbeiten dauern? Etwa einen Monat, wenn uns die Griggs nicht stören. Einen Monat? Wegen ein paar kleiner Risse? Ich repariere die Brücke nicht nur, ich mache sie auch breiter. Die Flussgespenster bekommen die schönste Brücke von ganz Temerien. Braucht ihr einen Hexer? Mein Lebenswerk droht in Vergessenheit zu geraten. Ihr allein könnt helfen. Wo liegt das Problem? Ich hatte einen Traum. Die Flussgespenster flehten mich um Beistand an, mich einen bescheidenen Diener der Herrin des Sees. Eine einmalige Chance, meine Hingabe zu zeigen. Gewiss. Die alte Brücke, um die ich mich kümmerte, wurde baufällig. Doch die Gespenster bleiben ihr verbunden.
Sie baten mich, alles wieder in Ordnung zu bringen. Wie kann ich helfen? Was mein Sohn und ich bei Tage bauen, wird nachts wieder zerstört. Ich wette, das sind die verdammten Griggs. Meine Hilfe ist nicht umsonst. Wollt ihr 400 Orens oder ein Buch über Geister und den König der wilden Jagd? Ihr könnt auch die Hilfe meines Sohnes bei gefährlichen Ausflügen bekommen. Er ist ein ausgezeichneter Bogenschütze. Abgemacht. Besucht das alte Weib im Dorf. Doch seht euch vor, sie ist eine Hexe, aber sie könnte Mittel und Wege kennen, wie man Griggs vertreibt. Na gut. Ach, wäre ich doch nur ein wohlhabender Mann. Seid gegrüßt, Herr. Lasst das Herr sein. Ich bin Geralt. Es ist mir eine Ehre, Herr... Geralt. Wie gut könnt ihr mit dem Bogen umgehen? Ich bin der Beste im Dorf. Ich treffe einen Apfel auf 50 Schritte. Schön. Ja? Wollt ihr nicht wie euer Vater Baumeister werden? Eigentlich nicht. Seit mein Vater die Hütte umgebaut hat, schließen die Türen nicht mehr. Sogar die Katze fürchtet sich davor, die Treppe zu benutzen. Und wenn es regnet... Ich verstehe schon. Außerdem bevorzuge ich das Bogenschießen. Eines Tages nehme ich am Turnier in Vizima teil. Viel Glück. Ja? Ja, viel Lebt Glück. Wohl. So, irgendwas war das jetzt hier, was beendet ist. Kleine Drangsale. Okay. Ich muss zur Heilerin gehen und fragen, wie man die kleinen Ficker vertreibt. Okay, can do. Kriegst natürlich nicht kleinen Ficker, aber ist irgendwie dasselbe. Gefühlt. What? Aha, zwei, natürlich. Drei. Also ist das euer verfluchter Ernst gerade? Burn. Okay, wait a minute. Erstmal falsches Schwert. Und außerdem Schwalbe ins Maul. So, jetzt kann's abgehen. Alter, die sind zu dritt, ne? Okay, vergiss es, das gibt keinen. Au, nicht zu dritt. Blöden Säge. Wow. Einzeln, okay, aber nicht zu dritt. Wirklich nicht. Wirklich nicht. Aber die muss ich noch machen. Definitiv. Das lutscht natürlich. Berberoa. Die Abigail. War die nicht hier irgendwo? Natürlich. Aber gut, das ist nicht die Person, zu der wir jetzt gehen müssen. Ziemlich sicher. Sehr sicher. Na los, open! Was war da? Haha! Voreingang! Doch, klar ist sie das! Die Abigail! Lol. Was wollt ihr? Was denkst du denn?